Na gut, international ist Kunst auf der Telos 1. Hoppla. Haben wir doch schon gelesen. Das haben wir doch gerade eben erst gelesen. Pioniere der privaten Raumfahrt. Auszug aus Kapitel 11 des Buches Pioniere der privaten Raumfahrt von Talen Kras. Uiuiui, Entschuldigung. Auf einer Raumstation wie der Talos zu arbeiten, ist vergleichbar mit der Arbeit auf der Erde. Die Leute vergessen irgendwann, dass sie sich im Weltraum befinden und passen sich sehr gut an. Im Gegensatz dazu konnten im Rahmen einer 10-jährigen Studie mit dem Personal der Pytheas Einrichtung eine Vielzahl psychologischer und das Verhalten betreffender Daten gesammelt werden. Pytheas befindet sich tief in einem Krater am Mondpol, liegt dauerhaft im Schatten und ist kilometerweit umgeben von Eis. Darunter befindet sich ein gewaltiges Netzwerk aus beengten Tunneln, in denen Helium-3, Wasserstoff und Platin abgebaut werden. Solch eine düstere, kalte und gelegentlich auch furchteinflößende Arbeitsumgebung, abgeschnitten vom warmen Leuchten der Erde, fordert mitunter einen schweren und oftmals auch katastrophalen Tribut von der Mannschaft. Okay, Tasse, juhu. Ich bin ein Tassenfeind, das, Guten Morgen, Talos. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Alles klar. Wir haben noch irgendwie noch ein weiteres Ziel, ne? Der Schlüssel der Leiche. Okay, da müssen wir irgendwie hin. Das war aber nicht das, was ich jetzt. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Kann aber auch die Luft sein, weil das Fenster hier zu ist. Ich schlürfe nochmal was. Ist ja kein allzu ernstes Let's Play. Wann sage ich mal bei einem neuen Spielstart, dass es ein Let's Play ist? Natürlich gerade eben. Weil es ist ja eins. Es ist nichts anderes als ein Let's Play gerade. Auf das ich mich sogar mega freue. Nicht gefreut habe, ich freue mich sogar. So. Vorstandsbüro, mal Schlüssel. Ziele. Okay, Videodatei, okay. Ich blick das mit dem Questing noch nicht ganz durch. Einstellung der. Volontäre. Sehr geehrte Mrs. Goodwin, ich brauche mehr Leute. Die Volontäre sind unruhig, noch mehr als sonst. Nummer 11 hat heute Morgen gedroht, mir den Schädel einzuschlagen, wenn er seine Beine nicht vertreten darf. Der Code hier oben ist nun 5831, nicht mehr der verzeichnete. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie mir beim Eintippen zugesehen haben, daher habe ich ihn geändert. John Haskins, Sicherheitsdienst. Treffen mit Gustav. Okay, danke. Von Bianca Goodwin an Dr. Deo Ikwe. Huch, das war zu viel. Dr. Ikwe, ich habe Ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können, aber es gibt keine Garantien. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Sobald ich weitere Einzelheiten habe, teile ich sie Ihnen mit. Mit freundlichen Grüßen, Bianca Goodwin, Abteilung für Volontäre und Gäste. Sehr geehrte Frau Goodwin, Be Bezug nehmend auf meine bisherigen Anfragen möchte ich mich noch einmal erkundigen, ob es Neuigkeiten zum Besuch von Gustav Leitner gibt. Findet er noch statt? Und falls ja, wäre es möglich, eine Kopie seines Reiseplans zu erhalten? Ich würde ihn sehr gerne treffen vor der Neurokartografierung, falls möglich. Besuch von Leitner? Sehr gut. Ikwe ist aufgetaucht, ruhig und höflich. Hat Leitner die Hand geschüttelt, als ob er Angst hätte, ihn kaputt zu machen. Hat ihn gebeten, ein Album zu signieren, das er mitgebracht hatte. Leitner wirkte geschmeichelt, das war also ein Pluspunkt. Wir haben versucht, es ihm so bequem wie möglich zu machen. Sein Zustand hat nichts an seinem Verlangen nach Zigaretten geändert. Seine Finger haben die ganze Zeit gezuckt. Es ist eine Schande, dieses Talent. Kein Wunder, dass er gescannt werden wollte. Ich will, wenn ich im Monitor immer da bin, immer Escape drücken. Das sieht aus wie ein Neuromod-Ding, ne? Notiz nehmen.
Personal, bitte räumen Sie diese restlichen Kisten so bald wie möglich in mein neues Büro in der Neuromod-Abteilung, okay? Entschuldigung. Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen. Aus Kapitel 1 des Buches Bewusstsein, das Feuer in den Gleichungen von Dr. Stuart Penrose. Die Essenz des Bewusstseins bleibt auch weiterhin äußerst mysteriös. Wie kann das subjektive Wesen von der... Achso, das haben wir auch schon gelesen. Warte mal kurz. Prinzipien der Neurowissenschaften, 10. Ausgabe. Haben wir auch schon gelesen. Testsubjekt. Sylvain, ich vertraue Ihnen mein Gehirn an. Sie machen gute Arbeit, hoffentlich auch weiterhin. Wenn die Tests nicht erfolgreich sind und irgendwas schief läuft, dann richten Sie Alex bitte aus, dass es nicht seine Schuld war. Ich habe mich immerhin freiwillig gemeldet. Wenn sich die Tests in die Länge ziehen, sollten Sie Ihr Büro vielleicht runter zum Simlab verlegen. Weniger Aufwand für Sie und Sie können ja wieder nach oben umziehen, wenn wir unseren Erfolg gefeiert haben. Von Morgan New. Alles klar, also... Okay, 0451. Jo. Ring, 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 ring. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Oh mein Gott, Hot Boss. Alles klar. Code geändert. Jason, die Kerle von Erwartungen haben das Keypad von meinem Büro vermurkst. Habe es auf 0451 zurücksetzen lassen. Ich bin eine Weile in den Sim-Laboren. Falls Sie also was brauchen, bedienen Sie sich einfach. 0451. Alles klar. 0451. Okay. Haben wir 3 Neuromods jetzt gerade gekriegt? Ach stimmt, wir haben ja noch Neuromods, stimmt ja. Ich hab dir gar nicht ausgegeben. Was ist das denn hier? Fabrikator? Erstmal einsammeln hier. Ich nehme einfach alles mit hier. Looten, looten, looten. Zack, 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 zack. Die Musik ist gerade ein bisschen doof. Shot übertragen. Zurück. Recyceln. Okay, was war hier? Hier war doch irgendwas, ne? Ah, okay. Alles klar, wir können eine Rohrzange herstellen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ist nicht sonderlich viel. So, guten Morgen, Morgan. Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt im Tresor, in Ihrem Tresor. Waffen-Upgrade. Okay. Sind die ganzen Passwörter nochmal extra gesichert. Das ist sehr gut. Waffen-Upgrade. Kleine Chipsätze. Alter Finne, was ist los mit mir gerade? Da. Lucan ist da. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Verdammt, falsche Taste. Na komm, es wird erstmal reichen. Das wird erstmal reichen. Hier war noch was zum, da war noch was zum Lesen. Zu schnell, zu weit 1. Erster Auszug aus Die Kommerzialisierung des Raumfahrtprogramms von Dr. J.V. Edwards.
In Kennedys zweiter Amtszeit nahm der Wettlauf ins All neue Ausmaße an und wäre ohne seine Unterstützung wohl vollständig zum Stillstand gekommen. Mehrere Mondlandungen läuteten ein beschleunigtes Raumfahrtprogramm voller Tatendrang ein, sowohl in Regierungskreisen als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Für die damalige Zeit ungewöhnlich, besonders im Gegensatz zu Kennedys erster Amtszeit, war der Umstand, dass es sich hierbei nicht um ein Rennen zwischen zwei Mächten handelte, sondern Sowjets und Vereinigte Staaten scheinbar gemeinsam in den Weltraum stoßen wollten. So, irgendwas war hier im Büro. Das Ding da, das fällt auf. Ist der Englische, warte. Diagnose ausführlich. ISF nominal. Energielevel nominal. Aktoren nominal. Neigungswinkel Fehler. Alter, wir haben eine Shotgun. Die kriegt man ja später. Techniker kontaktieren. Ja, du mich auch. Alter, wir haben den hier geil. Geil. Und 7. Oha. 7 neue Mods, das ist nicht wenig. Nicht wenig. Pack ich mal dahin. Langsam geht einem echt der Platz hier aus, muss ich grausam feststellen. Das Ding können wir eigentlich wegwerfen. Können wir das wegwerfen? Das können wir fallen lassen. X. So. Alter, das ist diese Vorbesteller-Boni. Geil. Geil, wir haben eine Shotgun, Alter. Falsche Taste, 2. 11 Schuss haben wir mit der, das ist gar nicht mal so blöd. Schrotpatronen. So viele wie es geht mitnehmen. Okay, da fehlt uns was. Wie viel Schuss haben wir? 35, das wird erstmal reichen, das wird erstmal definitiv reichen. Oh, geil. Geile Sache. Moment, so. Programme. So, hallo Morgen. Diese LGV-Datei sollte einige Dinge klären. Okay, das gucken wir uns gleich an. Geschafft. Ende der Nachricht. Ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Ich habe es hinter mir gelassen. Aber es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht wie normale Menschen verhalten können. Heute bist du an mir vorbeigegangen, als ob ich Luft gewesen wäre. Wenn ich dich mit irgendwas verärgert habe, sag es mir. Dann können wir darüber reden. So zu tun, als wüsstest du nicht, wer ich bin, hilft da nicht weiter. Wir müssen schließlich zusammenarbeiten. Das finde ich jetzt gerade echt nicht witzig. Diese Mail, ne? Passt perfekt. Auch wenn es jetzt gerade nichts mit dem Spiel zu tun hat, aber diese Mail passt perfekt zu meinem Arbeitsverhältnis momentan. erschreckend. Also, mein Arbeitsverhältnis auf der Arbeit mit einer Arbeitskollegin. Morgen. Wie angefordert werden Ihre Terminalprotokolle automatisch in Ihre Suite in den Besatzungsquartieren weitergeleitet. Außerdem erhalten Sie die Vorräte aus dem Maschinenlabor. Sagen Sie Bescheid, ob alles wohlbehalten bei Ihnen eingetroffen ist. Falls nicht, werde ich mich darum kümmern. Wie in der letzten Woche werde ich dafür sorgen, dass Sie in der Zwischenzeit nicht gestört werden. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich noch was für Sie tun kann. Ich halte vor Ihrem Büro die Stellung. Jason. Voice. Okay, wir haben nämlich gerade noch was gekriegt. Jetzt muss ich gerade mal nur gucken. Da, Chipsätze, Recycler-Schild. Spezialisierter Schild, durch den du immun gegen Recycler-Ladung bist. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine davon. Wir haben 7 Neuromats, Alter, 7. Kann ich das Ding irgendwie drehen? Menü teilen? Okay, nee, brauche ich nicht. Warte mal, sortieren. Ich kann es nicht drehen. 10 Medikits. Was ist das denn nochmal? Waffen-Upgrade. Ein programmierbares
Waffen kombinierbares Gerät zum Waffenmodifikat. Okay. Kombinieren. Ah, alles klar. Feuerkraft, Rückschuss, Munitionskapazität. Boah. Ich würde sagen, Nachladegeschwindigkeit wäre erstmal wichtiger, ne? Okay, wir nehmen erstmal Munitionskapazität. Alles klar. Alter, das Spiel, das macht, ohne Scheiß, das Spiel macht mich fertig gerade. Das ist viel. Viel zu viel. Was habe ich mir da wieder angetan? Erst Dishonored, also erst Doom, dann Dishonored. Dann habe ich noch Dishonored 2 hier im Hintergrund rumliegen. Ey, krasse Kacke. Krasse Kacke einfach nur. Okay, wir haben nicht genug Schrott, okay. Kann man hier vielleicht irgendwas einlagern? Vielleicht. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. Dr. Dupuis verspricht. Okay, ich würde sagen, dann gucken wir uns das Video mal hier an. Und los. Wo ist denn der Hauptbildschirm? Ach da. Hallo Morgan. Harter Tag? Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Sie ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Sie weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihr Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist, die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Genau, das werde ich auch tun. Mich nicht rühren. Komm, Geschütz. Fehler. Charakterhand. Tut mir leid, Morgan. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Okay, hier brauchen wir einen Generalschlüssel für. Okay, die Tür geht nicht extra auf. Okay. Wie in einem trüben Spiegel. Okay, die Tür ist wieder offen, sehr gut. Wir müssen das Maschinenlabor betreten. Du kommst mit, mein Freund. Du kommst mit. So. Dich fahre ich mal hier aus, auf dem Büro beschützen hier. Dich loote ich mal eben, dann gehen wir weiter. Wir müssen zum Labor, ne? Ich muss mich erstmal kurz hinsetzen. So. Unser Büro, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Wir müssen allerdings nach da oben. Das heißt, wir müssen. Nein, falsch, das. Da müssen wir theoretisch durch, aber. Huch! Kampfgrundlagen. Jetzt kommen die Kampfgrundlagen, nachdem wir schon Phantom gekillt haben. Super. Nutze im Kampf die Umgebung und setze Werkzeuge ein.
Du musst nicht gegen jeden Gegner im direkten Kampf bestehen. Wähle alternative Wege, um an harten Gegnern vorbeizuschleichen oder komme ihnen zuvor. Wenn du kämpfen willst, erhöhst du deine Überlebenschance, indem du Gegner vorher mit Werkzeugen wie der Glue-Kanone außer Gefecht setzt. Und Riegel. Kontaminierung. Ziel verloren. Da juckt mir auch glatt die Nase. Du Penner! Hat er sich einfach eine Pistole verwandt, ey. So. Okay, das ist ein bisschen blöd. Die packe ich mal auf die 3. Da kommt die auf die 4. So. Wie viel Munition haben wir für die? 42. Ich bleibe erstmal bei der Nahkampfwaffe, würde ich sagen. Ah. Doch. Telefone sind out. Nutz ein Handy. So. Okay, haben wir noch irgendwas zum Lesen oder sowas? Sieht nicht danach aus. Aber ich guck trotzdem noch ein bisschen hier um. Okay, wir haben schon gut Waffen, ey. Gut Waffen. Gut. Macht auf jeden Fall richtig Laune, das Spiel. Auch wenn es hier zwischendurch ein bisschen, sagen wir mal, träge ist, sag ich mal. Also man muss immer sehr viel umgucken und sich wirklich hier und da ein bisschen mehr, ein bisschen konzentrieren und sowas und auch viel zu lesen. Was? Flexiform-Bolzen, was zum... Was auch immer das sein soll. Ersatzteile können wir gut gebrauchen. Defekt, okay, müssen wir wahrscheinlich reparieren. Gegebenenfalls, wenn wir reparieren können. Ja, mit Träger meine ich, man muss sich viel umgucken. Boah, pass auf. Okay. Da, dieser Punkt hier, also hier endet ja die Demo. Zumindest endete die Demo, die ich gesehen habe. Deswegen weiß ich nicht, was dahinter auf uns alles zukommen wird. Und man soll mich nicht falsch verstehen, also träge meine ich jetzt nicht in dem Sinne, dass es langweilig ist oder so, sondern eher mehr, es hat seine Schnellphasen, aber auch seine sehr langsamen Phasen. Was ich nicht allzu schlimm finde, es ist eben halt nur ein bisschen, als, naja, man muss ein bisschen viel quatschen. Und lesen, ich bin sowieso kein... Mal die Shotty ausprobieren hier. Das war Yuri Kimura. Oh, wir haben Yuri getötet. Oh, ich stehe auf Yuri. Yaoi ist nicht so mein Typ, aber Yuri ist schon gut. Der Weltraumaufzug. Okay. Kennen wir auch schon? Was zum... Oh, eine Kinderzeichnung. Twinstar aktuell, unsere Mitarbeiter im Fokus. Auszug aus einem vierteljährlichen Auszug aus dem vierteljährlich erscheinenden Mitteilungsblatt Twinstar aktuell. Entschuldigung. In Stars im Aufwind stellen wir Ihnen Harley Granger vor, Mitglied des Neuromod-Vertreiberteams, Vertriebsteams. Meine Güte, was ist ratlos? Und derzeit auf der Taylors 1 stationiert. Manchen von Ihnen dürfte Harleys Name noch aus seiner Zeit als professioneller Baseballspieler ein Begriff sein, als er mit der Nummer 66 für die Tornadoes auf der Second Base stand. Harley wurde vor 2 Jahren auf die Taylors 1 versetzt und ist seitdem mehr als 50 Mal hin und wieder zurückgereist. Nicht schlecht für jemanden mit Flugangst. In meiner Zeit als Baseballspieler war ich gezwungen, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, erläuterte Harley. Ob Sie es glauben oder nicht, ein Shuttleflug zu Taylors 1 ist wesentlich unproblematischer als ein normaler Flug, als einem normalen Flieger über das Land zu fliegen. Lesen ist momentan jetzt gerade echt nicht meine Stärke. Vielleicht sollte ich mal eine kleine Aufnahmepause machen. Dass ich dann auch relativ zügig die Folgen fertig machen kann. Dass sie dann auch schnell erscheint.
Ich werde gucken, dass ich die heute zumindest noch eine raushaue. Und dann eben halt am nächsten Tag auch noch das, ich hätte so gedacht, so dienstags, donnerstags und Samstag hatte ich so gedacht, dass die erscheinen. Wir sollten die langsam mal verwenden, würde ich sagen. Oder? Okay. Wissenschaftler. Wir können ohne Probleme überall eins, fast überall eins machen. Schlagkalibrierung. Reduziert die Ausdauerkosten von Rohrzahnangriffen. Kostet 3, ach du Schande. Komm, das. Ah, gut, das wird nicht mehr angezeigt. Gut. Das machen wir. Das. Was war das hier? Also Hebelkraft ist auch sehr gut. Erhöht den Schaden von Sicherheitswaffen auf 120% und kritische Trefferchancen. Okay. Das haben wir schon. Kampffokus. Kampffokus versetzt dich 10 Sekunden lang in einen Zustand, in dem die Zeit um dich herum verlangsamt wird. Deine Aktionen verbrauchen 50% Ausdauer. Lautlosigkeit. Gegner brauchen länger, um dich zu entdecken, wenn du schleißt oder kriechst. 7 Mods haben wir noch. Waffenschmied. Ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades. Um Sicherheitswaffen über Modifikationen ein hinaus, okay. Reparatur. Verbessert deine Transfer-Uniform durch erweiterten Inventarplatz und erlaubt die Installation von 2 zusätzlichen Chipsätzen. Mann. Zerlegen. Du zerlegst Ausrüstung in deinem Inventar in Ersatzteile und erhältst Ersatzteile. Okay. Die nehmen wir noch. Mehr Inventar ist sehr gut. Okay, das. Okay, das geht ja. Geht noch. 5 Stück haben wir noch. Nekropsie. Du erhältst wertvolle Organe aus Typhon-Überresten. Typhon-Organe können recycelt werden, um exotisch Material zu erhalten, das der Herstellung von Neuromods dient. Verdoppelt die Dauer des wohlgenährten Bonus. Wir sind ja 2, gut, das wissen wir ja. Erhöht den Ertrag beim Recycling um 20%. 5 Stück haben wir noch. Erhöht deine Ausdauer auf 125%. Wendigkeit. Erhöht die allgemeine Bewegungsgeschwindigkeit. Du rennst, schleißt, okay. Zähigkeit, deine Gesundheit. Ich nehme das mal, weil wir brauchen mehr Ausdauer. Wenn wir mehr Ausdauer haben, können wir auch schneller und mehr austeilen. Ja, schon besser. Vertriebsmappe. Auszug aus einem internen Transstar-Memo zu Vertrieb und Marketing von Peter Lenney. Ich glaube nicht, dass wir uns große Sorgen um die Nebenwirkungen machen müssen. So wie ich das verstehe, ist das doch nur ein kleiner Piekser, oder? Es sieht furchteinflößend aus. Aber wenn wir einige der attraktiven Vorteile von NMS per Werbung in den Vordergrund rücken könnten, würde sich auch die öffentliche Aufmerksamkeit entsprechend verlagern. Diese Sache mit den roten Augen beunruhigt mich auch nicht sonderlich. Ich bezweifle, dass eine einzige Person aus dem öffentlichen Sektor so viele NMS auf einmal in die Hände kriegen kann. Nicht bei diesen Preisen. Wesentlich besorgniserregender finde ich allerdings diese Berichte über Gedächtnisverluste beim Entfernen von NMS. Amnesie? Ernsthaft? Wir können das Gehirn einer Person neu verdrahten, ihr jede gewünschte Fähigkeit geben, aber wir können nicht verhindern, dass ihr Kopf auf den Augenblick zurückgesetzt wird, indem sie den Scheiß installiert bekam, wenn wir es wieder entfernen. Wenn das rauskommt, gehen die NM-Verkäufe in den Keller, egal ob man spezielle Geräte und eine entsprechende Ausbildung dafür benötigt. Niemand würde die Gefahr eingehen, Jahre seines Lebens zu verlieren, nur um Französisch zu lernen. Das darf nicht mal im Kleingedruckten stehen. Was den Kunden angeht, sind NMS permanent. Exporte. Man kann das nicht nach Hause schicken, das wurde schon bemerkt. Ein Monatslohn, dann ist es vergessen. An Yuriko. Okay. Die haben ja vorhin weggeklatscht, die Kleine. Können zwar jetzt schwere Sachen tragen, aber wie schwer, weiß ich nicht. Kommen wir von hier? Ja, von hier kommen wir. Oder? Ich weiß es gar nicht. Hey?